Wie stehe ich jetzt? 3-2? 3-3? 3-2, ne? Warum Ashe, fragt ihr euch mit Sicherheit. Mein Team hatte gepickt Sona, Graves und Karthus. Das heißt, sie haben kein Engage und keinen CC. Also picke ich gerne CC. Und ich weiß, dass ich gegen Jinx Lulu spiele. Und Lulu ist davon, ist ein bisschen genervt, sag ich jetzt mal. Ich will es mal so formulieren. Wenn du, sie permanent slows. Ich kann halt auf sie engagen, wann immer ich möchte. Also, dann, wenn jemand around ist von uns, ne? Mit einer Sona kann ich Lane halt nicht gewinnen. Es gibt keine Lane, es gibt keinen Champion, den ich jetzt nehmen könnte, Tristana oder sonst was, womit ich jetzt Deal bullien kann. Heißt, meine Aufgabe in dem Game ist wieder sehr supportive, weil meine Mitspieler wieder mich in eine Situation forcen, wo jeder Pick ziemlich dumm ist, wie der andere. Und das ist schwierig, finde ich. Danke, Lulu. You're just as bad as my Sona is, and I love you for this. Na dann. Boah, die Lulu ist die schlechteste der Welt. Holy shit, tiltet die mich. Wo ist der W? Hat die gerade Meep gemacht? Ja, ne? Die hat Meep gemacht, glaube ich. Okay, so einer möchte man, glaube ich, eher nicht sein, Bro. Sweet. Frohes Neues sagt man, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Ne? Wir sind eine Woche im Jahr. Also wenn du aus einer Höhle kommst, kannst du vielleicht noch Frohes Neues wünschen, aber ansonsten, sag ich mal, sei es ein bisschen cringe. Frohes Neues wünsche ich euch. Frohes Neues. Gesundes Neues, frohes Neues, ne? Riot hat im Rahmen dieses Opening-Streams ein paar Videos hochgeladen bezüglich Gameplay-Champions-Skins in 2022. Würde ich mir reintun. Da würde ich auch drauf reagieren und mit euch drüber reden. Machen wir nach dem Game? Ja, ne? Ich bin halt ready, in den Karthus reinzuspielen, ne? So. Ist einfach... Leider mit E benutzt vorher. Also zum Snaren. Ah, der Rakan und ich. Das werden wir werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Er wäre, glaube ich, anyway nicht rausgekommen, denke ich mal. Das ist nicht euer Fick-Ernst, Alter. Was ein Kick. Mein Gott, er kickt einfach den Freekill weg. Das kannst du doch niemandem erzählen. Nö, I don't take this. Ich gehe hier fürs Nächste. Nee, nein, 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 nein. Was war das? Was ist das? Es gibt keinen Grund, warum eine 5 oder 6, also warum eine 5,5 Item-Sire einen Lee Sin da nicht mehr töten kann. Lee Sin hat ein krasses Early-Game, hat unendlich viel Power. Im Early-Game, im Mid-Game, hyper-mobile, kann Fights, kann
kann Fights engagen, guter Skirmisher, guter Ganker. Und ich spiele perfekt in so eine Win-Condition rein, dodge jeden scheiß verfickten Q-Spell und ich kann keinen Damage an dem machen. Der spielt einfach eiskalt in meine Win-Condition rein und gewinnt dafür. Der hat ja nicht mal einen krassen Level-Lead. Der ist full equipped und ich bin fast full equipped, hab aber die einzige Counterplay-Art schon gebaut. Bitte das Wort. Oh mein Gott. Gibt es auch wenig, was schlimmer ist, als Darius, der nicht einmal zum Team moved, ohne TP spielt und 2-5 geht, bin ich ehrlich. Können rein. Bisschen. Wow. Nice Herz, oder? Cool. Welcome to Gold 3, sag ich mal, ne? Unbelievable. Den Fight habe ich auch wieder so hart gecarried, ne? Aber am Ende sind die Leute so bad, dass das nicht funktioniert. Ich will wieder allein rein, ne? Ich muss halt einfach reporten. Ich muss reporten, den Typen. Er wird es doch nicht weit bringen, dieses Season, hoffe ich. Okidoki. Wir haben ja nicht ganz coole Carries, ne? Auf einer Qiyana-Ult kann man immer gut followen. Generell sehr mobile, dieses Game. Ist einfach nur. Einfach nur geiles Champ-Design, so. Ja, das ist alles so Season. Das ist alles so Season. Also 2019 war, glaube ich, da kamen die ganzen Champs raus, die jetzt halt Game und Unplayable machen für mich. Also Zoe, Pyke. Yumi. Das war einfach eine ganz schlechte Zeit für Champs. Für Champ-Releases. Mega schlechtes Design. Nur nicht 2017. Gibt's schon so lang? Ich glaube nicht. Okay, Chat, ich muss euch ganz kurz Tolkien ins DMs leaken. Und zwar, ich habe ihn gefragt, wollen wir zusammen essen gehen heute? Und dann schreibt er mir: Ey, super gern generell, aber heute bin ich ziemlich schwach. Aber so chillig oder so, gern. Was heißt das für mich? Dass wir heute essen gehen oder dass wir heute nicht essen gehen? Heute nicht, aber chillig oder so, gern, hat er geschrieben. Klassischer Korb. Schade. Du kannst maximale durch Magie durchschreiben, wenn das Ziel vor kurzem von einem Schild geschützt war. Übel gut in dem Game hier. Dann gehen wir doch probably gegen die Ludens. Ludens into Schattenflamme into Rabadons. Würde ich gut finden. Genau, den werden Botzeit, also gehen wir einfach Botzeit nochmal schön gucken, oder? Das ist einfach geil. Das ist nicht geil, aber das machen wir so.
Okay. Okay, Leute. Das war nice. Ja, wir haben jetzt Early Season, wir haben jetzt die ersten 10 Games gemacht. Wir sind Diamond 4 mit 92 LP. Der Anfang war sehr cool und dann die Games hinten raus halt, ja, alle sehr lächerlich, muss ich sagen. Also, ich glaube, ich hatte in keinem dieser Games schlechter gespielt als der ADC, als gegnerischer ADC. Und ich denke, ich kann in jedem Game auch mit einem Win rausgehen. Es gab Games, da wurde ich teilweise halt, ja, also das schlimmste Game war wahrscheinlich das hier. Selbst eine Yumi gehabt und dann halt gegen Pike und Zoe spielen müssen. So langweilig tatsächlich. Also einfach super. So ein Game will man nicht spielen. Aber gut, wir haben 10 Games gezockt. Danke für unsere Subs, Resubs. Gott liebt euch. Das war's für mich, von mir, für heute. Morgen sehen wir uns wieder mit, ja, ich denke, ich werde League zocken auch. Bis dann. Ciao. Zur neuen Season. Alles ist anders. Alles ist neu, alles ist besser. Ist so geil, ey. League of Legends macht so Laune. Holy shit, Balancing auch richtig gut, ne? Also Diana Buffs jetzt zum Beispiel war auch richtig nice. Nächste Woche kommt ein Skin raus, den hole ich mir erstmal. Voll cool. Da die ja halt so ein bisschen Coincidence ist auch. Kann ich extrem feiern.